Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge heute. Hallo ihr da draußen. Genau, wir sitzen heute hier wieder zu dritt. Wir haben hier da jemand eingeladen und zwar ist das der liebe Stefan, der uns heute ein bisschen mehr berichten kann über den Beruf vom Notfallsanitäter. Und wir freuen uns sehr, es ist ein sehr spannendes Thema, wird auch immer wieder angefragt bei uns in der Berufsberatung. Von daher wäre es super, Stefan, wenn du dich erstmal kurz vorstellen könntest, damit unsere Zuhörerinnen auch einen Blick von dir bekommen, wer du bist und was du so machst. Ja, hallo, freut mich, dass ich hier sein darf. Ich heiße Stefan, ich bin 33 Jahre alt und bin Notfallsanitäter bei der DRF Luftrettung und auf einem Rettungshubschrauber im Baden-Airpark stationiert im Moment. Oha. Ja, also ist mal wieder ein sehr exotischer Beruf, wobei, also ich meine, in den Lüften ist es wahrscheinlich exotischer als auf dem Boden. Ganz viele da draußen haben bestimmt schon mal von dem Beruf gehört und können den irgendwo einordnen oder wissen, was die machen so ungefähr. Wir möchten aber heute ganz genau beleuchten, was Unterschiede in den Berufen sind, wie man in die Lüfte kommt oder wer am Boden bleiben muss. Aber vielleicht auch mal vorneweg, warum hast du dich denn für den Beruf entschieden damals, Stefan? Ja, also ich war Zivildienstleistender, habe 2008 meinen Zivildienst abgeleistet nach dem Abi, wollte eigentlich immer Jura studieren und habe dann aber während meinem Zivi gemerkt, dass mir das total Spaß macht und habe mich dann entschieden, dass ich das noch ein paar Jahre länger mache und bin seitdem irgendwie hängen geblieben und habe es auch keinen Tag bereut. Na, das ist schön. So sollte eigentlich total auch eine Berufswahl ablaufen, so wie im Bilderbuch. Ja, auf jeden Fall. Ja. Kannst du vielleicht unseren Zuhörerinnen so einen typischen Tag von dir schildern, wie der so aussieht als Notfallsanitäter? Wie kann der so ablaufen? Ja, ich denke, das Besondere an dem Beruf ist, dass jeder Tag irgendwie anders ist. Es gibt keinen typischen Tag, aber normalerweise trifft man sich morgens immer, also wir zumindest bei uns treffen uns morgens immer, checken zusammen dann unsere Maschine. Mhm. Dann gibt es ein gemeinsames Frühstück, wo das ganze Team mit dabei ist. Da gibt es dann ein Morgenbriefing, wo es dann um die Technik am Hubschrauber geht, wo es um spezielle Themen geht, wie man jetzt in Notfällen verfahren oder so, einfach, dass man sich das nochmal in den Kopf ruft. Und dann geht es warten los, bis der erste Einsatz kommt. An manchen Tagen geht es schneller, an manchen Tagen kommen wir auch gar nicht zum Frühstück und müssen das nach dem ersten Einsatz verschieben. An anderen Tagen, da geht es erst mittags los, das ist völlig unterschiedlich. Mhm. Dann gehen wir in Einsatz und nachdem der Einsatz abgeschlossen ist, dann richten wir unseren Hubschrauber wieder her, füllen das Material auf und warten auf den nächsten Einsatz, solange bis dann die Sonne untergeht in unserem Fall. Ja, das heißt, du weißt nie vorher, was bringt dir der Tag? Nein. Welche heraus? Krass, ja. Ja, total spannend. Ja. Ist ja jetzt auch nochmal so ein bisschen Besonderheit bei dir dabei, dass du das eben in den Lüften machst und nicht am Boden. Nichtsdestotrotz wollen wir mal vorneweg, bevor wir deine Ausbildung genauer beleuchten zum Notfallsanitäter, kurz abgrenzen. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Notfallsanitäter, also die Frage bekomme ich ganz häufig gestellt, die Unterschiede zwischen einem Notfallsanitäter, dem Rettungssanitäter und dem Rettungsassistenten oder gibt es da Unterschiede? Kannst du uns mal erklären? Genau, ich würde jetzt beim Rettungsassistenten mal anfangen, weil das ist am schnellsten berichtet. Dann der Rettungsassistent war der Vorgänger vom Notfallsanitäter. Okay. Das war eine zweijährige Ausbildung, die war nicht finanziert, also die musste man selber zahlen. Ja. Und war auch kein anerkannter Beruf eigentlich. Das Ganze wurde 2013 dann abgelöst durch den Notfallsanitäter. Das ist eine dreijährige Berufsausbildung, wie alle anderen Berufsausbildungen auch. Und der Rettungssanitäter, das ist so ein Vorstück zum Notfallsanitäter praktisch. Das ist eine 520-stündige Ausbildung. Okay. Und das ist dann klar abgegrenzt. Also der Rettungssanitäter ist normalerweise der einen Rettungswagen fährt. Der assistiert dann dem Notfallsanitäter und dem Notarzt. Und der Notfallsanitäter ist der Beifahrer und im Einsatz dann organisatorisch dann der Einsatzleiter praktisch. Mhm. Okay, das heißt, wenn, dann kann man sich nur noch entscheiden zwischen Notfallsanitäter und Rettungssanitäter und dann ist die Frage, wie umfangreich die Ausbildung wird und wahrscheinlich ist auch der Zugang, könnte ich mir dann vorstellen, ein bisschen unterschiedlich oder sind es die gleichen Zugangsvoraussetzungen? Nee, also für einen Rettungssanitäter reicht ein Hauptschulabschluss und beim Notfallsanitäter ist ein Realschulabschluss vorausgesetzt und sonst ist eigentlich nur die Dauer der Ausbildung der Unterschied und dann natürlich dementsprechend auch die Bezahlung dann später. Mhm. Ja, das ist spannend. Vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Du sagst jetzt speziell für den Notfallsanitäter braucht man Realschulabschluss. Das ist so, ich sag mal, formell dann notwendig. Was sind so Charaktereigenschaften, wo du sagst, okay, das muss man aber auf jeden Fall mitbringen, neben dem Realschulabschluss, um den Beruf gut meistern zu können?
Also es gibt, glaube ich, in jeder Jobbeschreibung immer so diese Standardbeschreibung, dass man flexibel sein muss und alles. Ich persönlich bin der Meinung, dass die wichtigste Voraussetzung für Notfallsanitäter ist, dass man viel Empathie mitbringt, dass man einfach ein Menschenfreund ist, dass man gut auf andere Leute eingeht und vor allem, dass man sich schnell auf neue Situationen einstellen kann. Mhm. Ich habe es ja schon beschrieben, wir wissen morgens nie, was passiert. Ja. Dementsprechend ist das oft eine Wundertüte, wenn man dann am Einsatzort eintrifft, was sich einem dann wirklich präsentiert, und da muss man sich halt einfach schnell drauf einstellen können dann. Mhm, absolut. Stressresistent muss man wahrscheinlich, so würde ich mir jetzt vorstellen, oder? Ja, stressresistent würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, mhm. Weil ein Großteil von unseren Einsätzen jetzt nicht die krassen Unfälle sind, mhm. sondern oft eher so zwischenmenschliche Sachen. Die sind, finde ich, jetzt auch nicht wirklich so stressig, mhm. sondern da muss man eher ein bisschen geduldig sein. Was man vielleicht noch mitbringen muss, ist einfach ein kleines bisschen Resilienz, dass man mhm. einfach auch mit belastenden Situationen umgehen kann und einfach seine Grenzen kennt und weiß, wann es reicht. Mhm. Okay. Also im Grunde viel Empathie mitbringen. Genau. Ja, mit Menschen umgehen können, Menschenfreund sein. Aber jetzt hast du auch gerade selbst gesagt, dass nicht der Großteil deiner Arbeit daraus besteht, die krassen Notfälle zu betreuen oder so, wie man es in Fernsehsendungen kennt, dass man eben ja, irgendwelche Unfälle betreut oder Körperteile irgendwo zusammensammelt. Was ist denn dann so der Großteil deiner Arbeit? Also besteht da dann Menschen, ja, mit Menschen zu sprechen oder wie würdest du das beschreiben? Also die Unfälle, die gehören natürlich schon dazu. Es ist jetzt nicht tägliche Arbeit, sondern es kommt vielleicht mehrmals im Jahr vor, dass man so richtig schwere Notfälle hat. Ein Großteil von den Notfällen sind eher so, ja, wie mit einem Sozialarbeiter, sage ich jetzt mal. Mhm. Also die Bevölkerung wird ja immer älter. Ja. Dementsprechend sind viele Patienten, haben chronische Leiden und rufen deshalb dann auch einen Rettungsdienst an. Ja. Und da geht es dann sehr viel um die psychische Betreuung. Ich sage oft, dass es soll jetzt nicht abwertend klingen, aber dass es der Oma oft mehr bringt, wenn man mit ihr redet und sie beruhigt, wie dass man ihr irgendein Medikament spritzt. Mhm. Und das ist eigentlich ein Großteil von unserer Arbeit. Mhm, das ist aber auch schön. Also muss ich sagen, ich hatte ein anderes Bild vom Notfallsanitäter in meinem Kopf zumindest abgespeichert. Mhm. Aber ist auch mal gut, dass du da Licht ins Dunkel bringst. Wo ich jetzt die Brücke hinschlagen würde, ist hin zu der Ausbildung. Wie läuft denn die dann ab, wenn man sich jetzt entschieden hat, ich möchte diesen Beruf lernen? Wo ist die Berufsschule, beziehungsweise wie lief sie bei dir ab? Kannst du uns da ein bisschen Einblicke geben, vielleicht auch zu Prüfungen oder so? Ja, also die Ausbildung, die dauert 3 Jahre. Ja. Die ist gegliedert in 3 Lernorte. Das ist zum einen die Rettungswache, die der größte Teil einnimmt. Einfach, dass man als Dritter, also als Praktikant oder dann als Zweiter auf dem Rettungswagen mitfährt und die ganzen Notfälle mit abarbeitet. Da gibt es dann Ausbildungspflichtenheft, wo drin steht, welche Notfälle alle während der Ausbildung abgearbeitet werden müssen. Dann ist ein großer Teil noch in der Klinik. Das ist ein sehr großer Teil in der Narkoseabteilung, auf der Intensivstation und in der Notaufnahme. Und dann gibt es natürlich noch die Berufsfachschule. Das ist, je nachdem, wo man die Ausbildung macht, ist das meistens ein Internat, wo man sich dann Schulblöcke überbefindet. Mhm. Klingt anspruchsvoll, muss man ja erstmal so sagen. Würdest du sagen, das muss man ordentlich Gas geben und viel lernen auch, oder? Man muss viel lernen, da kann man nicht drum rum. Die Medizin ist leider ein Fach, wo es wenig zu verstehen gibt, sondern wo man sich einfach auf den Hosenboden setzen muss und viel lernen muss. Ja. Von daher, es sind harte 3 Jahre, aber sehr befriedigende 3 Jahre. Das hört sich schön an. Das schließt auch an meine Frage an so ein bisschen. Was gefällt dir denn am meisten an deinem Job? Also wir hoffen, und so kommt es rüber, dass er dir sehr gut gefällt, dein ja, Job. Sonst würdest du es nicht machen. Aber was würdest du sagen, ist so ja, der absolute Krönchen vom Notfallsanitäter? Die Dankbarkeit von den Patienten, muss man ehrlich sagen. Also sehr viele Patienten sind unglaublich dankbar, wenn man kommt. Mhm. Und mir persönlich gefällt wirklich auch dieses, dass ich halt morgens nicht weiß, was jetzt einen Tag über passiert. Ich mag es einfach, unter Stress zu arbeiten, wenn man gefordert ist, wenn man sich auf neue Situationen einstellen muss. Und ich liebe es, im Team zu arbeiten. Und da ist der Rettungsdienst einfach der perfekte Bereich dafür. Mhm. Ja, das klingt gut. Und im
Gegenzug dann auch immer unsere Frage, jeder Beruf hat ja auch so Hürden oder Nachteile, je nachdem, wie man es nennen möchte. Einfach Punkte, wo man sich vorher bewusst sein muss, okay, wenn ich mich dafür entscheide, das muss ich in Kauf nehmen. Was würdest du sagen, ist da vielleicht für ja, Interessierte gut zu wissen, dass sie das nicht unterschätzen? Gut, also zum einen die Schichtarbeit. Das ist für die meisten ein großes Problem oder eine große Hürde, sich daran zu gewöhnen. Man arbeitet oft halt an Tagen, wo andere frei haben. Hat dann aber dafür auf der anderen Seite auch wieder unter der Woche mal frei, wo man, das wird jetzt im Alter dann eher interessant, aber wo man halt auch in Ruhe einkaufen gehen kann, ohne dass jetzt samstags der ganze Parkplatz voll ist oder so. Man muss Nachtschicht arbeiten. Das passt auch nicht jedem. Ja. Und was halt dann wirklich noch als große Hürde mit dazu kommt, ist, dass die Medizin immer in einem ständigen Wandel ist. Das heißt, dieses lebenslange Lernen ist im Rettungsdienst jetzt nicht wirklich nur eine Phrase, sondern es gehört einfach zum Beruf mit dazu, dass man immer das Interesse behält und einfach immer ein Anfänger bleibt. Ja. Auf jeden Fall. Da tut sich wahrscheinlich ganz, ganz viel, wo ihr euch jedes Mal wieder auf den neuesten Stand bringen müsst. Ja, so ist es. Und anschließend auch daran wäre meine Frage jetzt noch, du bist jetzt Notfallsanitäter. Gibt es denn so einen vorgezeichneten Weg von Weiterbildungen oder von Aufstiegsmöglichkeiten oder ist man da freier und du suchst dir selbst was aus? Oder was sind denn so Zukunftspläne, was man noch on top obendrauf setzen kann oder welche Weiterbildungen man machen kann? Gibt es da was? Ja, also als Notfallsanitäter im nicht-akademischen Bereich gibt es die Möglichkeit, sich als Praxisanleiter weiterzubilden. Ja. Das wäre dann in der Technik praktisch der Meister. Kann da dann als Ausbilder arbeiten, man kann sich für die Leitstelle qualifizieren. Da kommt dann noch eine feuerwehrtechnische Ausbildung dazu, dass man praktisch die Notrufe entgegennimmt. Okay. Oder man kann sich als Rettungswachenleiter qualifizieren und hat dann über seine Rettungswache, über sein Team dann praktisch die Dienstplanfreiheit und organisiert da alles. Im akademischen Bereich tut sich in letzter Zeit auch recht viel. Da gibt es sehr viele spezifische Studienbilder. Was sehr, sehr begehrt zurzeit ist, ist die Medizinpädagogik, um danach dann an der Berufsfachschule als Klassenlehrer arbeiten zu können. Okay. Oder Rettungsdienstmanagement, um dann als Rettungsdienstleiter für einen kompletten Rettungsdienstbereich dann die Verantwortung zu tragen. Das hört sich nach verschiedenen Wegen an, auf jeden Fall. Wir neigen uns so langsam schon wieder ein bisschen dem Ende und was aber immer für uns ganz wichtig ist, ist auch jetzt die Einschätzung von dir angenommen. Wir haben Mädels und Jungs bei uns, die sagen, okay, das könnte zu mir passen, ich komme aber gerade aus der Schule, ich hatte mit dem Thema noch nie was zu tun, ich will mich jetzt einfach mal bewerben. Würdest du sagen, das ist ein guter Weg oder was könnten so erste Schritte sein, um sich ja, deinem Beruf überhaupt erstmal zu nähern? Also ich kann es jedem empfehlen, den Beruf einzuschlagen. Ich würde es auch jedem ohne groß nachdenken zu müssen empfehlen. Ich denke, der beste Weg ist tatsächlich auf eine Hilfsorganisation zuzugehen und mal zu schauen, ob man ein paar Tage Praktikum machen kann. Das sind die in letzter Zeit relativ offen, dass man einfach mal schaut, ob es was für einen ist. Und dann folgt natürlich die Bewerbung. Was auch immer ein guter Weg ist, gerade wenn man aus der Schule rauskommt, dass man FSJ macht oder einen Bundesfreiwilligendienst, da kann man sich das Ganze dann in Ruhe alles mal anschauen und bringt dann sicher auch Vorteile bei der Bewerbung, weil halt dann die Arbeitgeber auch wissen, wen sie einstellen. Auf jeden Fall. Es ist aber keine Voraussetzung, oder? Es ist keine Voraussetzung. Es ist keine Voraussetzung, aber natürlich eine Empfehlung. Also zumindest sehen wir das auch gerade in diesen Bereichen immer so, weil halt schon häufig die Vorstellung von den Jugendlichen dann nicht immer der Realität von dem Beruf entspricht. Genau, wie ich es vorher ja schon gesagt habe. Genau. Also nicht so viele Unfälle wie jetzt im Fernsehen oder so, sondern mehr dieses Zwischenmenschliche. Und ich denke, da lohnt sich sicher, wenn man sich das vorher mal anschaut in Ruhe und dann für sich entscheidet, ob es das ist, was man sein Leben lang machen möchte. Ja, absolut. Ja, okay. Auf jeden Fall sehr interessant. Vielen Dank, Stefan. Ja, vielen Dank, Stefan. Jetzt wäre noch eine Frage noch ganz zum Schluss. Wir haben noch kurz, gibt es denn bei dir noch manchmal Situationen, wenn du in die Luft gehst und du denkst, du hast ein mulmiges Gefühl beim Fliegen? Also jetzt eine persönlichere Frage. Aber habe ich immer, wenn ich jemanden treffe, der häufig fliegt oder ist es bei dir schon komplette Routine? Du meinst jetzt aufs Fliegen bezogen oder auf die Einsätze? Aufs Fliegen bezogen. Nein. Also okay. ich vertraue meinem Team da vollkommen zu 100%. Und wir haben auch bei uns in der Firma eine unglaublich offene Fehlerkultur. Das heißt, wenn da irgendjemand im Team das Gefühl hat, dass es zu unsicher ist, weil das Wetter zu schlecht ist oder irgendwas, dann hat jeder die Möglichkeit zu sagen, nö, da fühle ich mich unsicher und dann wird der Flug auch nicht durchgeführt. Okay. Dann schaut man, ob man es auf einem anderen Weg irgendwie hinkriegt.
Das ist doch schön. Es ist gut zu wissen, ja, dass der Notfallsanitäter, der ankommt, dann zumindest entspannt ist. Erstmal. Genau. Ja, am Anfang noch entspannt ist. Ja, genau. Okay, super. Also dann vielleicht nochmal an unsere Zuhörerinnen einfach auch der Appell an euch. Wenn euch das Thema gefallen hat, wenn es ihr spannend fand, macht euch mal selber schlau, geht auf eure Berufsberatung vor Ort zu und sprecht das Thema einfach mal an und dann können wir da noch ein bisschen mehr ins Gespräch So ein. Ist es, genau. Wir freuen uns auf jeden, der sich interessiert an dem Beruf. Und ich denke auch, die sozialen Träger freuen sich auf Bewerbungen. Auf jeden Fall. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.